Hier spielt nicht etwa eine Hundebesitzerin mit ihrem Haustier. Hier kümmert sich eine Tierpflegerin liebevoll um einen Hund, den sonst keiner will. Die Hündin Jayla lebt im Tierheim Bremerhaven und sie ist nur eine von vielen Bewohnern. Also übers Jahr gesehen sind es 600 Tiere, also ca. 600 Tiere. Katzen, Hunde, Nager, Vögel, Schildkröten, Gänse, Hühner, ja. Also eine ganze Menge. 15 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um Tierpflege und Verwaltung. Chefpflegerin Nadine Bruns liegen vor allem die am Herzen, für die sich kaum jemand interessiert. Deshalb schenkt sie auch Jagdterrier Carlos besonders viel Aufmerksamkeit. Carlos ist halt besonders für uns, weil er der längste Tierheimbewohner hier ist. Er ist 2015 zu uns gekommen. Als Abgabe, aufgrund, dass der Besitzer halt überfordert war mit ihm. Und seitdem begleitet er uns täglich hier. Carlos ist sehr impulsiv, bellt laut und erschreckt so mögliche Interessenten. Aber seit kurzem gibt es Grund zur Hoffnung für den kleinen Kerl. Tatsache ist er aktuell in Vermittlung. Seit 3 Monaten ist die Kennenlernphase schon. Wir geben Carlos so viel Zeit, wie er braucht, um sein neues Frauchen kennenzulernen. Hier hoffen alle, dass der Rüde nach 7 Jahren endlich ein schönes Zuhause findet, wie so viele Tiere vor ihm. Den Tierschutz Bremerhaven e.V. gibt es schon seit 100 Jahren. Gegründet wurde der Verein am 22. November 1922. Er feiert genau heute sein Jubiläum. 1169 Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich für die tierischen Bewohner. Der Verein blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Walter Haas und seine Ehefrau Nelly gründen den Tierschutzverein. Sie wollen damals den geschundenen Markt- und Kutschpferden helfen. Die Zeiten waren nicht immer leicht, weil die Tierschutzinspektionen wurden durchgeführt mit mehreren Personen, also unter Polizeischutz, weil das Ganze nicht besonders beliebt war bei den Leuten. Und im Zweiten Weltkrieg ist das Tierheim leider abgebrannt. Helfer bauen es wieder auf, bevor das Tierheim Bremerhaven 1958 in ein neues Gebäude zieht. Im Laufe der Jahre reicht der Platz nicht mehr aus. Deshalb baut der Verein wieder ein neues Tierheim, das im Februar 2020 eröffnet wird. Heute lebt der Verein vor allem von Spenden und freiwilligen Helfern wie Hans Noé. Er wollte mit seiner Freizeit etwas Sinnvolles anfangen. So laufe ich jetzt von über 4 Jahren mit Hunden täglich. Und das macht viel Spaß und ist für die Hunde gut und für mich auch. 50 Gassigeher engagieren sich im Verein. Für die Pfleger ist das eine Riesenunterstützung, denn sie müssen sich natürlich auch um die anderen Tiere kümmern. Zum Beispiel um die Kaninchen, für die ein großer Auslauf bereitsteht, die beiden Gänse des Tierheims, um mehrere Hühner und um die vielen Katzen, die im Tierheim ein Zuhause auf Zeit gefunden haben. Und mit denen sich Azubi Marlon besonders gerne beschäftigt. Es gibt aber auch Bewohner ohne Fell und Federn. Boa Constrictor K. wurde sichergestellt. Der ehemalige Besitzer ist zu einem Freund gefahren auf dem Motorrad mit der Schlange um den Hals. Die Polizei hat ihn angehalten aufgrund seiner Fahrweise. Naja, so transportiert man keine Tiere, vor allen Dingen keine Schlange. Und das ist halt der Grund, weswegen er zu uns kam. Seitdem lebt die Würgeschlange hier artgerecht. Für Nadine Bruns ist ihre Arbeit ein Traumjob. Die Tiere geben einem viel zurück, sagt sie. Das findet auch Jasmin Gödertz. Die Tierärztin begrüßt heute Kater Jochen zur Sprechstunde. Was ist los mit ihm jetzt? Ja, der hustet und frisst auch nicht mehr so gut. Oh, ist doch schon ein bisschen Augenausfluss, ne? Jochen sollte eigentlich geimpft werden. Weil er etwas erkältet ist, wird das verschoben. Stattdessen heißt es Fieber messen. Ja. Das findet er doof. Jasmin Gödertz ist erst seit einem knappen Jahr Teil des Tierheimteams. Sie wollte unbedingt im Tierschutz arbeiten, auch wenn das nicht immer leicht ist. Man muss das auch ein bisschen können, glaube ich. Also für mich ist es okay. Und trotzdem war es schon ab und zu mal herausfordernd. Man sieht halt alles Mögliche, ne?
Also man muss das sehen können, dass einfach Tiere kommen, die wirklich ganz, ganz schlimm aussehen, ganz abgemagert und ungepflegt und ganz krank. Der Tierschutz Bremerhaven e.V. tut jeden Tag alles dafür, dass Tiere gesund werden und einen liebevollen Besitzer finden. Denn der Verein will auch in 100 Jahren noch Geburtstag feiern. Ein cooler Verein, oder? Noch mehr davon findet ihr hier auf dem RTL Nord YouTube-Channel oder ihr schaut einfach mal auf dem Streaming-Portal RTL Plus vorbei. Da findet ihr alle aktuellen Ausgaben unseres TV-Regionalmagazins RTL Nord.